Okay, hallo Wolfgang, danke, dass du da bist in diesem Gespräch per Video. Es gibt ja einen schönen und aber auch traurigen Anlass. Deine Tochter hat heute Geburtstag, aber es wird der erste Geburtstag sein, den sie nicht mit dir verbringen wird. Ja, kann man so sagen. Nicht der, ein für sich eigentlich schon der zweite, wenn man den auch vom letzten Jahr mitrechnet. Weil da hat sie sich ja auch schon verweigert, dass ich an dem Tag meine Tochter sehe. Aber ich habe sie halt bei der Tagesmutter dann gesehen, irgendwie und sie da wenigstens gratuliert. Aber die Mutter hat sich sehr, 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 sehr darüber aufgeregt, dass ich das überhaupt getan habe. Ja, und dieses Jahr sieht es wirklich so aus, als ja, wie sich meine Tochter halt. Ja. Und ich glaube, jeder sieht hier, sieht dir an, dass es dir gar nicht gut geht. Das ist nicht nur wegen dem heute, wegen dem Geburtstag. Du hast ja eine Tortur hinter dir, wenn ich das so sagen darf. Und ich weiß ja nur ein bisschen was, aber weiß gleichzeitig auch gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht, was denkst du, sollen wir das Pferd von hinten aufzäumen, dass du mal die aktuellen Ereignisse, die aktuelle Situation erzählst? Warum kannst du deine Tochter an ihrem Geburtstag heute nicht sehen? Also es fing jetzt, ja, das Ganze geht schon seit 2015, aber ich möchte jetzt nicht so weit ausholen. Was jetzt aktuell ist, seit dem 14. Mai habe ich die Gerichtsverhandlung gehabt, wegen Sorgerechtsverfahren. Und das Urteil steht noch nicht fest. Und ja, die Frage wurde auch ihr gestellt, ob sie schon vorhat, mal wegzuziehen oder ob da irgendwie was Akutes steht oder ob zu Geld steht. Und da meinte sie halt irgendwie, nee, ist nicht. Ja, aber Fakt sieht so aus, dass sie am nächsten Tag schon im Kindergarten nicht mehr war, ich darauf angerufen worden bin und gefragt worden bin, ob ich was wüsste, was mit meiner Tochter ist. Und ja, und seitdem habe ich überhaupt keinen Kontakt, also gar keinen Informationsfluss. Irgendwie, ich habe die Telefonnummer von ihrem neuen Freund. Und da habe ich auch schon ein paar Mal versucht, irgendwie einen Kontakt aufzubauen. Aber es gibt keine Antwort. Es gibt keine Möglichkeit. Das heißt, am 14. Mai hattet ihr Gerichtsverhandlung. Da wurde deine Ex-Frau, die Mutter deiner Tochter, gefragt, ob sie beabsichtigt umzuziehen. Warum wurde sie gefragt? Gab es da Hinweise? Ja, es stand hier auch im Raum irgendwie, dass sie nach Dresden umziehen will. Aber das Verfahren war ein für sich nur um das Sorgerecht und nicht um den Umzug nach Dresden zum Und du Beispiel. lebst in? Ich lebe in Dortmund. Das sind Okay. Luftlinie 500, über 500 Kilometer. Gut, das ist ja eine ganz schön große Entfernung. Also 14. Mai, Gerichtsverhandlung wegen Sorgerecht. Deine Ex-Frau wird gefragt, ob sie beabsichtigt umzuziehen, weil da ihr neuer Freund lebt. Sie Genau. verneint es und am nächsten Tag aber schon kommt die Tochter nicht mehr in den Kindergarten und Sie war auch für keinen mehr zu erreichen. Ich habe ja auch eine Umgangspflegerin. Sie hat dann halt ein paar Mal versucht, ihr anzurufen, aber sie war halt nicht zu erreichen. Und seitdem gab es auch keine Umgänge. wann hast du deine Tochter zum letzten Mal gesehen? Also der 14. Mal war der Montag. Ich meine, das Wochenende davor, so müsste es gewesen sein. Ja. Also 14. 7 Tage zurück ist der 7. Ja, so der 5. bis zum 6. müsste ich sie das letzte Mal gesehen haben. Und da habe ich auch schon irgendwie geahnt, dass es auch erstmal die letzten Male waren, dass ich meine Tochter gesehen habe. Und
da habe ich es versucht, besonders schön zu machen. Und das ist noch. Das ist immer auch gelungen. Und ja, ich hoffe irgendwie, dass ich mich gut in Erinnerung kriege. Entschuldigung. Ist okay. Das heißt, du hast gespürt, dass ihr euch vielleicht erstmal nicht sehen werdet. Und da habe ich auch meine Tochter gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann komme ich nach Dresden. Und ich wohne auch in Dresden, dass wir nicht getrennt sind. Wie alt ist deine Tochter? Die ist jetzt 5 Jahre alt. 5 Jahre alt, okay. Ich habe ja Zwillinge, die auch so alt sind. Die hatten erst vor kurzem Geburtstag, an dem ich sie auch nicht sehen konnte, leider. Von daher kann ich mitfühlen. Aber ich sehe halt meine Kinder trotzdem noch, ja. Und ich traue mich gar nicht, dich zu fragen. Entschuldigung, ja. Wie es aussieht, irgendwie bin ich ja nicht der Einzige, irgendwie, der diese Problematiken kennt. Ja, genau. Ich traue mich jetzt gar nicht, dich zu fragen, wie das ist, wenn du in einer Gerichtsverhandlung bist und dann wird es gefragt, die Mutter sagt nein und du hast dich vielleicht darauf verlassen oder zumindest die Hoffnung gehabt, weil du hast es ja geahnt. Da hast du dir ja gedacht, sie lügt vielleicht, ja. Mhm. Und dann ist es am nächsten Tag, kriegst du einen Anruf aus dem Kindergarten und wie fühlst du dich da? Wie ist es, wenn sowas passiert? Ja, man fühlt sich halt zerschlagen. Zerschlagen? Zerschlagen halt irgendwie. Man fühlt sich nichts wert irgendwie und man fragt sich selbst irgendwie, ob man alles richtig gemacht hat und, oder man zweifelt an sich selbst irgendwie und ja. Ich habe nur ein Gefühl irgendwie, dass ich ein guter Vater bin. Aber durch die ganzen Gutachten, die ich jetzt gekriegt habe und so und die ganze Problematik, da stelle ich mir schon eine Frage irgendwie, ob ich überhaupt erziehungsfähig bin. So. Und aber zum Glück höre ich von anderen Mitmenschen irgendwie, dass ich doch ein guter Vater wäre und ich mir da diesbezüglich keine Sorgen machen sollte. Lass uns vielleicht noch kurz bei dem Moment bleiben und dann können wir auch diese Frage behandeln, ob du ein guter Vater bist oder nicht. Du hast das Wort zerschlagen benutzt, das finde ich sehr interessant. Zerschlagen wie ein Glas, das zerspringt, wie ein Tisch, auf den eingehämmert wird. Also, kannst du es näher beschreiben vom Gefühl her? Ja, zerschlagen, nicht zugehört sein, irgendwie. Ich kam im Gericht vor, irgendwie, als wenn ich überhaupt keine Stimme hätte. Es würde die Mutter die ganze Zeit gehört und gesprochen. Und ich würde da gar nicht gehört, ja. Und zerschlagen ist auch so ein Gefühl von Machtlosigkeit, irgendwie. Ja. Wo ich das dann gehört habe von dem Kindergarten, dann habe ich schon gewusst, was für ein Kampf vor mir steht, um überhaupt meine Tochter wiederzusehen. Weil ich kenne meine Ex-Frau, ich kenne ihre Züge und ich weiß, warum sie das auch tut. So. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber wenn der Staat irgendwie dann das auch noch zulässt, dass sowas passieren kann, dann ist man als Vater hier machtlos. Ja. Was denkst du, wie geht's deiner Tochter damit? Nicht gut. Nicht gut, weil wenn meine Tochter damit klar käme, dass sie in Dresden wäre, würde sie erlauben, mich anzurufen. Aber dadurch, dass sie mich nicht anrufen, gehe ich davon aus, dass sie verhindern wollen, dass ich mit meiner Tochter rede.
Und das ist wirklich richtig krasses Entfremden in meinen Augen. Und da ist man machtlos irgendwie. Da kann ich nichts machen. Und deine Tochter ist ja aus ihrem bekannten Umfeld herausgerissen worden, aus dem Kindergarten, Freunde. Ja, klar, sicher. Und sie hat genug Freunde im Kindergarten. Genug Freunde. Und ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie verabschieden könnte. Das müsste wirklich von heute auf morgen, so wie sie meine Beziehung beendet hat mit ihr, ist sie da geflüchtet. Wow, das ist natürlich... Wenn sie sich nicht verabschieden konnte von ihren Freunden, ist hart. Und seitdem das passiert ist, irgendwie bin ich... Ja, ich führe ziemlich alles alleine. Ich lebe alleine, bin Single. Versuche, meinen Haushalt abzurichten. Und ich habe auch manchmal Depressionsschübe. Kann gar nicht deswegen aufstehen und habe einfach nur das Gefühl oder den Bock, meinen Kopf in den Sand zu stecken, irgendwie ein bisschen abzuschalten. Ja, aber zum Glück weiß ich dann, wenn ich einmal abgeschaltet konnte, irgendwie, dass es auch wieder weitergeht. Und ich will auch weiterkämpfen und ich will nicht aufgeben. Und deshalb irgendwie, weil ich später meine Tochter sagen kann, dass ich alles Mögliche, Erdenkliche versucht habe zu tun, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Was ist jetzt mit dem Gericht? Was wird da jetzt gemacht? Die Mutter sagt vor Gericht, nein, ich habe keine Absichten umzuziehen. Am nächsten Tag ist die Tochter weg, kann sie nicht verabschieden, wahrscheinlich. Kann sie nicht verabschieden von ihren Freunden. Da müsste doch jetzt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden oder in Bewegung sein, dass da die Tochter wieder zurückkommt. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe meinem Rechtsanwalt Bescheid gesagt, dass ich keine Umgänge habe. Der Rechtsanwalt hat den Richter angeschrieben. Das müsste eine Woche später gewesen sein. Lass es mal am 21. Mai gewesen sein, dass er das Gericht angeschrieben hat. Und es wurde meiner Ex-Freundin auch schon Zwangsgelder und Zwangshaft angedroht im Gericht, falls die Umgänge nicht stattfinden würden. Ja, und das hat er jetzt halt beantragt. Und das ist halt der 21. Mai und seitdem habe ich noch nichts mehr gehört. Ich habe halt das Urteil gekriegt, irgendwie, wo man das Sorgerecht entzogen wird, weil ich halt nicht mit einverstanden war, dass sie halt nach Dresden zieht mit meiner Tochter, weil total viele Unstimmigkeiten. Also du warst damit einverstanden, dass sie umzieht? Nein, ich war nicht mit einverstanden, dass sie umzieht. Aber im Beschluss steht drin, dass du einverstanden gewesen wärst? Nein. Okay, da habe ich dich dann gerade falsch verstanden. Also was steht dann im Beschluss drin? Ich habe ein Gericht so geäußert, dass ich bitte ein Urteil haben möchte, irgendwie, was ich gegen anfechten kann. Weil ich nicht zustimme, irgendwie, dass meine Tochter bei so vielen Unstimmigkeiten nach Dresden umzieht. Ich möchte erstmal klare Linien haben. Ein Beispielvorschlag von dem Rechtsanwalt von meiner Tochter, also der Verfahrenspfleger von meiner Tochter, der hat einen Vorschlag gemacht, dass dann die Sache erstmal bis zur Schulzeit, also sprich 1,5 Jahre noch, dass man das hier in Dortmund begleitet, auch die Umgänge und mit Psychologenbegleitung etc. pp. Und dass das eigentlich sehr gut wäre für meine Tochter. Und das wurde dann von der Gegenseite sofort gesagt, nee, das ist unvorstellbar. Sie will sofort nach Dresden. Und so schnell wie möglich. Es klingt doch wie ein vernünftiger Vorschlag, dass eben bis zur Schulzeit, Beginn der Schulzeit gewartet wird, weil dann ja sowieso auch der Freundeskreis sich ändert oder erweitert und ein anderes Umfeld entsteht, die Tochter ja auch älter ist.
Man kann sich darauf vorbereiten, auf den Umzug. Du kannst dich darauf vorbereiten. Eventuell ziehst du ja dann mit um. Man könnte ja vielleicht sogar sich einvernehmlich dann irgendwann einigen. Aber das hat die Gegenseite komplett abgelehnt und hat jetzt, ja, ich bin ja kein Jurist, aber das ist ja im Grunde eine Vortäuschung falscher Tatsachen, wenn ich vor Gericht sage, ich ziehe nicht um und am nächsten Tag bin ich weg. Das ist ja auch mein ganz großes Fragezeichen, was ich im Gericht stelle. Warum wird da jetzt nichts getan? So? Weil das ist wirklich Kindeswohlgefährdung und Kindesentfremdung für mich in meinen Augen. Was sie da tut, aber ja, das ist ja schon gesagt habe, ich fühle mich auch, das ist das, was ich meine, ich fühle mich überrannt. Ja. Ich fühle mich gar nicht zugehört. Ich bin jetzt Vater, aber anscheinend nur noch auf Papier und das bald auch nicht mehr. Also ich sage zwischendurch, dass ja alles, was wir hier sagen, unsere Meinung ist, wir sind rechtliche Laien und du kennst ja deinen Fall selber am besten. Ja, Vater auf dem Papier und vielleicht nicht mal mehr auf dem Papier. Das ist eine harte Realität, glaube ich, für einige Väter. Ich kann ja da nur annähernd dann sowas Brutales auch sagen, dass ich das erlebt hätte. Das ist ja bei mir gar nicht so der Fall. Ja. Jetzt diese Frage der Erziehungsfähigkeit. Du hast gemeint, dir würde vorgeworfen, du bist nicht erziehungsfähig. Bedingt erziehungsfähig. Bei mir wurde halt ein Gutachten erstellt. Von mir und von meiner Ex-Freundin. Und das ist, da werde ich hingestellt, als wenn ich meine Tochter nur als Kumpel sehen würde und nicht die ernste Lage erkennen würde und nicht gescheit darauf reagieren kann. Ne? Und auch würde mir nachgestellt, dass ich nicht fähig wäre, dass ich nicht aufnahmefähig wäre. Irgendwie für bestimmte Diskussionen oder Kritiken oder so, ne? Und das stimmt ja gar nicht. In meinen Augen. Sonst würde ich ja nicht so eine gute Verbindung haben zu meiner Tochter, wie ich das fühle und wie das auch die anderen sehen, wie zum Beispiel das Kindergarten. Der Kindergarten hat bis jetzt noch nicht ein einziges Mal, ich habe ja meine Tochter freitags aus dem Kindergarten abgeholt und montags wieder dorthin gebracht. Und die haben wir dann alle 2 Wochen Rhythmus immer gesehen. Und die haben noch nie was beanstandet gehabt. Im Gegenteil. Die haben immer gesehen, dass meine Tochter auf mich springt, sich freut irgendwie, wenn ich da bin. Und wenn sie auch von mir kommt, dass sie ganz glücklich ist, dass sie sofort mit den Kindern spielt wieder. Als wenn alles gut wäre. Und ja, und aus dieser Situation wurde wieder meine Tochter gerissen. Es ist ja auch nicht das erste Mal. Es ist schon ein paar Mal passiert, irgendwie, dass ich meine Tochter monatelang halt nicht mehr gesehen habe. Erst durch Gerichtsbeschlüsse oder durch das Jugendamt irgendwie, dass die mir das ermöglicht haben. Also du bist bedingt erziehungsfähig, laut Gutachter. Und die Mutter, die Tochter schon öfter dem Vater entzogen hat und jetzt von heute auf morgen umzieht, 500 Kilometer, die ist voll erziehungsfähig? Das Gericht hat auch nur deswegen geurteilt, wegen der Anfrage nach diesem Umzug. Aber das Sorgerechtsverfahren war an für sich eigentlich, es ging 2017, hatte ich meine Tochter 2 Monate lang sicher gehabt. Da hatte sie nämlich ihren neuen Freund kennengelernt.
Sie ist dann nämlich nach Dresden gefahren. Abgemacht war vom Jugendamt informiert, dass sie da 2 Wochen verbleibt. Und dann die nächste Woche ich meine Tochter hätte. Und ja, das ist dann halt nicht passiert. Und ich habe dann mitgekriegt, irgendwie, dass meine Ex-Freundin halt nicht reisefähig wäre, weil sie halt erkrankt wäre. Und, ja, und das wurde mir dann halt so bunt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann miete ich mir jetzt ein Auto. Und in der Zeit konnte ich mir das leisten. Miete ich mir ein Auto und fahre nach Dresden, hole meine Tochter ab. Ja, am nächsten Tag habe ich meine Tochter dann abgeholt in Dresden. Und dann war sie halt dann 2 Monate bei mir. Warum 2 Monate? Weil die Mutter sich gar nicht bei mir gemeldet hat und nicht gesagt hat, wann sie vorhat, wieder nach Dortmund zu kommen. Ja, und das waren dann halt Entscheidungen zu fällen, wie zum Beispiel Kindergarten anmelden, Papiere zu beantragen, etc. Und das war halt alles nicht möglich. Nur möglich, wenn ich das komplette Sorgerecht hätte. Ja, und das war halt ein Grund von meiner Seite aus, den Sorgerechtsverfahren einzuleiten. Mhm. Ja. Und dann gab es einen Gerichtstermin und da wurde dann halt die ganze Sache angehört. Und dann wurde dann halt beschlossen, dass ein Familiengutachten irgendwie gestellt wird. Ja, das wurde jetzt erstellt und der Richter beruht sich jetzt praktisch darauf und meint halt, dass meine Ex-Freundin halt, dass die halt so in Anführungszeichen gut abschneidet, obwohl da sehr viele Sachen auch darauf hinweisen, dass sie halt auch nicht ernst zu nehmen ist, also nicht wahrheitsgetreu ist, dass sie trotz allem eigentlich eine gute Mutter ist. Mhm. Ja. Ja, kann auch gut sein. Auf eine Art, also verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe keine Reue gegen der Mutter, weil ich liebe meine Tochter so, wie sie ist. Und das ist ja ein Zusammenspiel zwischen Mann und, von Vater und Mutter irgendwie. Und irgendwie muss das ja irgendwie gestimmt sein. Bloß, es gab keine Möglichkeit mal mit ihr zu sprechen darüber. Mhm. Ich verabscheue nur das, was sie auf den Rücken meine Tochter austrägt. Ja. Weil also, ich weiß, dass meine Tochter mich braucht, mich liebt und mich begehrt. Begehrt im Sinne von halt mit dir auch leben will eben. Ja, ja, klar, das merke ich auch an den ganzen Kuscheleinheiten. Sie kommt zu mir, möchte gekuschelt werden und lässt mich einfach nicht in Ruhe irgendwie. Also sie will in allen möglichen Sachen, will sie immer mitbeteiligt werden und das lasse ich ja auch zu und habe da auch ehrlich gesagt auch Spaß dran, aber ja, begehrt ist halt, begehrt ist wahrscheinlich das falsche Wort, weil im Deutschen hat ja Begehren eher so eine erotische Komponente, du meinst ja im Sinne von... Nein, das meine ich absolut nicht. Nein. Ich würde es dir auch nicht unterstellen, nur nein, da hast du halt... Entschuldigung, danke, dass du mich darauf hinweisen. Nee, aber das habe ich wirklich nicht gemeint. Begehren meine ich sie... Sie sehnt sich nach Zeit mit ihrem Vater. Sie sehnt sich nach ihm. Das ist eigentlich der passende Begriff. Dann packen Sie den anderen weg, da haben Sie vollkommen recht, da packe ich... Ja, nee, das ist ja auch, das ist ja, wenn wir Väter über Zärtlichkeit unseren Kindern gegenüber reden, vor allem jetzt Töchter sind, ja, die klein sind oder auch in der Pubertät sind, ja, wenn wir als Vater sagen, ja, meine Tochter braucht immer noch Streicheleinheiten von ihrem Vater, dann müssen wir ja schon aufpassen, wie wir sowas formulieren, ob wir es überhaupt sagen, weil dann ganz schnell werden wir ja in die Ecke gesteckt, dass wir hier Pädophile sein und unsere Kinder irgendwie sexuell missbrauchen würden. Und es ist ja nur eine verschwindend kleine Minderheit von Vätern, die sowas machen, aber die Öffentlichkeit scheint da derart übersensibilisiert zu sein, dass wir da aufpassen müssen. Deshalb wollte ich da gerade nochmal darauf hinweisen und ich habe da keinen Zweifel, dass du nicht pädophil bist. Ja, ich denke, das bist du nicht. Da gibt es keinen Grund dafür,
das anzunehmen. Und du bist einfach ein liebevoller Vater, das ist alles. Ja, ich versuche, das Beste daraus zu machen, wenn man es mir erlaubt. Ja, und das ist doch schon das Paradoxe. Warum muss dir jemand erlauben, Vater zu sein? Schon berechtigte Frage. Habe ich aber keine Antwort. Eigentlich gar nicht, ne? Man ist Vater und man fühlt sich als Vater. Und ja. Willst du deiner Tochter zum Geburtstag, zum Abschluss noch was sagen? Hallo. Falls du das irgendwann mal hörst, ich liebe dich über alles. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich nie vergessen. Sorry, dass ich heule. Und du fährst hier. Okay, Entschuldigung, das war's jetzt. Ich kann nicht mehr. Danke, Wolfgang. Du bist nicht der Einzige, der heult. Und ich glaube, die, die es anschauen, denen wird es genauso gehen. Ich versuche es immer. Ich schaffe es, weil ich es unterdrücke. Sobald ich es einmal ankratzt, irgendwie, dann ist das wie eine Bombe in meinem Kopf, die explodiert und ein bisschen Luft holen und so, dann geht das dann wieder. Ja. Aber so muss ich momentan leben. Ich danke dir. Deine Tochter wird dir danken für alles, was du tust und dass du hier dich gezeigt hast, was für ein toller Vater du für sie bist. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute und deiner Tochter auch. Dankeschön. Ciao. Ciao.